Herzlich willkommen zurück zu Heroes of Storm mit Arezu. Ich bin Arezu und wir spielen heute mit. Mal gucken. Was haben wir denn heute so frei? Die Rotation müsste sich geändert haben, ja. Tyriel habe ich schon mal gespielt. Rega noch nicht. Rega ist der einzige hier, den ich noch nicht gespielt habe. Verwandelt sich in einen Geisterwolf anstatt ein Reittier zu verwenden, weil langsam Gegner halt verbündet, wird ihn ein Schild der Schaden verursacht. Ich glaube, den nehme ich jetzt noch nicht, weil ich immer noch die Diablo-Quest hier loswerden muss. Und Valla ist jetzt gerade ideal. Sie ist nämlich gleichzeitig Diablo-Held und Assassine, damit kann ich gleich zwei fortsetzen. Deswegen spielen wir mit Valla. Ich gucke mir nochmal kurz die Fähigkeiten an. Ja, das ist der Pfeil, der Leute verfolgt. Ein kleiner AE. Und das Umherhopsen. Gut, ich hab's soweit wieder. Ich bin bereit. Hoppala, abbrechen. Wir gehen in die Schnellsuche. Ich bin bereit. Wir wollen ja ein bisschen Risiko drin haben. Dann hoffen wir, dass das gut läuft. Und dass schnell was kommt. Dafür, dass es Schnellsuche heißt, braucht es ja manchmal wirklich sehr lange. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor. Ich bin nicht sonderlich gut im Warten. Und in der Annahme, dass ihr es auch nicht seid, schneide ich jetzt einfach mal weg, bis die Map fast geladen ist. Wir sehen uns dann gleich. Dann willkommen im verfluchten Tal. Bereitet euch auf den Kampf vor, Helden. Die Sünde wird über alles herrschen. Regeln sind recht ich einfach. Ich hoffe, ihr könnt mithalten. Ab und zu erscheinen Tribute. Die Tribute sollte man einsammeln, denn wenn ein Team 3 hat, dann wird das gegnerische Team verflucht. Gebäude schießen nicht und Vasallen haben nur ein Leben. 10 Sekunden. Kosteneffizienz. 5, 4, 3, 2, 1. Lass den Kampf beginnen. Loppe, galoppe. Eieieiei, das sind sehr viele Leute. Oh, 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 nicht gut. Schauen wir mal, die haben schon 2 Kills jetzt eben gemacht. Der Pfad führt hier lang. Allerdings machen Kills offenbar am Anfang gar nicht so viel aus. Ein kluger Schachzug. Wenn ich hier 3 gegen 1 halten muss, dann wird das kompliziert. Hier lang. Besonders mit Valla, die sich. Nicht Valla, sondern Nova, die sich tarnen kann. Aber gegen 2 kann ich als Fernkämpfer vielleicht eine Weile bestehen. Ah, da kommt Rega. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Wie ihr wünscht. Ich
scheint mir doch etwas übertrieben. Ja. Perfekt. Helden, zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Schnell und lautlos. Und sammeln, 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 sammeln. Los. Schnell und lautlos. Gut gemacht, Heiler. Sie versuchen hier immer noch mit ziemlich viel Kraft durchzubrechen. Ich weiß nicht warum. Dadurch müssten die theoretisch auf den anderen Lanes und weiter ziemlich verlieren. Es ist also für zuzusehen, wie ihr gehetzt umherjagt. Oh, 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 nein, 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 ich will nicht verwandelt sein. Schlechte Idee sein. Sehr gut. Schnell und lautlos. Aber jetzt haben sie den Ausgleichstribut. Der Pfad führt hier. Der Pfad führt hier lang. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier lang. Sehr gut. Ich breche auf. Euer Gegner hat ein Fort zerstört. Ist jetzt natürlich ungut. Gut gemacht. Die Jagd geht weiter. Gut gemacht, Heiler. Wollen wir sehen, wer diesen beansprucht? Wählt ein Talent. Das hier.
Jetzt habe ich meine Ulti nicht zum Schaden machen eingesetzt, sondern um möglichst alle abzubrechen gleichzeitig. Weil mein anderer AI nicht rett eh war. Jetzt schießen! Verbrechen! Nicht schnell noch. So, das hat 60 Sekunden Abklingzeit. Für eine Ulti gar nicht schlecht. Ich breche auf. Wie ihr wünscht. Naja, okay, das ist mal wieder die Attrappe. Wie oft kann die eigentlich... Ein unwürdiger Tempel. Ihr werdet meinen Fluch spüren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier. Aua! Ich hab nicht dran gedacht, dass der hier rüberhopsen darf. Und für den ist es ja momentan vollkommen ungefährlich auch. Eine Minute hält der Fluch. Dass ihr das Beste daraus gemacht habt. Ist da aus dem Flugding der Gegner vor uns verpasst? Gehen. Ist gefallen. Wählt ein. Ihr werdet niemanden mehr zerstören. Das sollte nützlich sein. Wie ihr wünscht. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Ich nehme an, dass die das da aufhalten können. Ich leg da jetzt gerade mein ganzes Vertrauen rein. In Ordnung. Denn wir brauchen gerade diesen Push. Okay, wir müssten jetzt diesen einen einnehmen, dann können wir ohne Probleme zurückdrücken. Diese Söldner werden jetzt versklavt. Ja, ganz schlechter Zeitpunkt, Asmodan.
zugewartet. Und der kämpft tatsächlich jetzt alleine gegen die dann. Gehen wir. Ein kluger ein guter Versuch. Autsch. Deswegen spiele ich lieber den Getarnten als gegen den Getarnten. Hinten, Mensch. Auf geht's. Wer wird wohl diesen an sich nehmen? Wenn die es tatsächlich schaffen sollten, noch den jetzt zu bekommen. In Ordnung. Wäre nicht gut. Das haben wir geschafft. Ein kluger Schachzug. Was? Hier drücken die jetzt von alleine durch, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Ein zentrierter Angriff ist jetzt das Beste. Und das starten die hier vorne auf, während unten die Minions auch ohne Probleme durch können. Das heißt, hier müssen wir eigentlich nur aufpassen, dass wir die Gegner in Schach halten. In Ordnung. Damit unten und oben unsere Leute durch können. Das Wichtige sind jetzt die Minions. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Der Fluch sei aufgehoben, bis wieder die Kunst erreicht, natürlich. Die Jagd geht weiter. Und weg. Besonders hier sieht's gut aus. Oben ist es akzeptabel. Problem ist, jetzt sind die bei 2-3 und die haben im Spiel bisher bewiesen, dass sie die besseren Tributeinsammler sind. Allerdings wissen wir noch nicht, wie sie mit dem Druck hier unten umgehen. Hier lang. So, was war das jetzt noch gleich?
Achso, ja stimmt, dadurch kommt noch eine weitere Art von Angriff in den AE mit rein. Ich breche auf. Die Jagd geht weiter. Genau, der Rabenfürst fordert seinen Doppelkill. Blutrausch. Ist das der Boss? Oh Gott. Ich hoffe mal, der kämpft da jetzt gut. Warum rennt er denn da vorbei? In Ordnung. Okay, der Tyrael hat jetzt wirklich Schwachsinn gemacht. Finde ich nicht gut. Man lässt nicht einfach den Boss die Zitadelle angreifen. Tribut für mich. Kann ich mich jetzt leider nicht drum kümmern, was möglicherweise bedeutet, dass die Gegner dann kommen. Hab jetzt keine Zeit nachzugucken, wie es da unten aussieht. Okay, jetzt nee, gar nicht gut sieht's aus. Dann schnell wieder zurück. Unsere Minions sind nämlich jetzt vollkommen unterlegen. Ja, das scheint es. Jetzt kommen hier gleich die nächsten. Oh, die nutzen den. Oh, wirklich gut. Ich breche auf. Mein Fluch vergeht doch nur vorübergehend. Das reicht ja. Die Jagd geht weiter. Wir haben hier zwei große Lücken in deren Verteidigung und die und der sagt, wir verlieren. Ich kann sowas nicht verstehen. Schnell und lautlos. Der
wieder zurück, 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 zurück. Der Pfad führt hier lang. In Ordnung. So, hier kommen schon wieder neue. Und ich hoffe, dass ihr euch beeilen könnt. Schnell und lautlos. Oh Gott. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ist vorüber. Haltet sie auf! Nein. Aber hier unten sieht das überraschend gut aus. Oh, irgendjemand hat es geschafft, den. Sehr gut. Überhaupt nicht mitbekommen und die Gegner offenbar auch nicht. Ich war so aufs Verteidigen fixiert, den Angriff habe ich... Wahrscheinlich war das jetzt wieder abgehakt. Ich sagte, ich war so aufs Verteidigen fixiert, ich habe an den Angriff gar nicht mehr gedacht. So, sie ist jetzt auf Stufe 4. Gucke ich mir irgendwann demnächst mal an. Auf jeden Fall habe ich die Quest weg. Yay. Das heißt, morgen ist wieder ein Platz frei. Yay. Und wenn ich dann morgen noch eine Runde spiele mit ihr, dann habe ich hier die O300. Und damit kann ich mir theoretisch jeden Champion leisten, den ich will. Das ist doch schön. Das hier ist jetzt so mein 33. Video, also nach 34 Runden inklusive Tutorial. Und ja, vieles davon Koops, also scheint gut zu laufen. Wobei man natürlich noch mit einrechnen muss, dass einiges davon große Belohnungen durch Levelaufstiege waren. Und ich habe vollkommen vergessen, auf die Statistik zu gucken. Ich nehme einfach an, es lief gut. Irgendwie. Gut, das war's dann eigentlich auch schon, denke ich. Ich guck mal kurz, wie lang war denn das Spiel? 25:29. Ich guck mal kurz, wer hier den Boss geholt hat. Das ist jetzt das erste Mal auch, dass ich Replays benutze. So, irgendwann hier hinten war's. Okay, sehr intuitives und eine sehr intuitive Benutzeroberfläche auf jeden Fall. Allerdings, das mit dem Spulen ist hier offenbar lästig. Der geht nicht davon aus, dass man wirklich direkt am Ende starten möchte. Deswegen spult er jetzt hier durch, was eine ganze Weile dauert. Wir machen später irgendwann noch auch mal eine richtige Review von irgendeinem Spiel. Falls einer von euch Heroes of the Storm spielt und mir einfach mal ein Replay senden möchte, nehme ich gerne an, dann könnte ich das dann dafür benutzen, statt ein Spiel, das ich schon kenne. Gut, ich pausiere hier mal die Aufnahme, bis wir ungefähr da sind, wo der Boss übernommen wird. Das möchte ich jetzt einmal sehen, wer dafür verantwortlich war. Bis gleich. Und ich schalte hier schon mal wieder rein, nur um zu zeigen, dass das Tool... Oh, hier sehen wir gerade Tyrael vorbeilaufen. Dass das Tool viel schneller ist, wenn man es automatisch machen lässt. Das sieht zwar nicht schön aus, naja, aber es ist eben schneller.
Und jetzt behalten wir einfach mal den Boss hier im Auge. Da müsste ja gleich jemand vorbeikommen. Hier kämpfen sie gerade unten. Ich bin dort oben. Muss die ganze Zeit die Wellen von oben, also von diesen beiden Lanes abhalten, während die hier gegen die Champions kämpfen müssen. Oh, hier wird es gerade sehr bedrohlich. Dadurch, dass auch noch der Fluch aktiv ist. Gut, lassen wir mal wieder ein bisschen schneller laufen. Noch ein bisschen. Wir sind kurz vorm Ende. Ah, hier kämpfen sie zu zweit. Moment, wo bin ich denn da? Was habe ich denn da gemacht gerade? Leider kann man hier nicht richtig zurückspulen. Also ich hoffe, das Replay-Programm wird noch ein klein bisschen verändert. Das User-Interface ist wirklich schön gemacht. Aber das Zurückspulen fehlt und das flüssige Spulen generell. Tja, die beiden haben uns das Spiel gewonnen. Sehr schön. Gut gemacht. Obwohl der... Also der hat damit sein Trott im Moment, als er hier an dem Boss, der uns angegriffen hat, vorbeigerannt ist, ausgeglichen. Und sowas hat ja auch jeder mal. Ich besonders oft. Gut, dann war's das. Auch mit diesem Teil des Videos. Jetzt gucken wir mal, wie ich hier rauskomme. Mit F10, das doof ist. Mit F10 mache ich auch die Aufnahme aus. Hm. So, jetzt. Aber das Menü ist auch nichts Interessantes. Gut, dann war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, hinterlasst mir doch einen Kommentar. Wäre nett, würde mich freuen. Oh. Und wir sehen uns. Lebt wohl.